Juhu, hier ist Joni on Air, der Podcast für mehr Leben im Leben. Hier geht es um alles, was dich und mich raus aus dem Funktionieren bringt und rein in die Ekstase. Wenn du tiefer einsteigen willst, dann komm in meine Online-Community Karlis Kuss, wo wir das Ding mit der Ekstase praktisch erforschen und vertiefen. Und als letztes noch der Disclaimer, bitte beachte, dass meine Arbeit nicht therapeutisch ist und keine Form von Therapie ersetzen kann. Wenn du meine Tools anwendest, dann tust du das in voller Eigenverantwortung. Okay, und jetzt viel Spaß! Finde ein Thema, das du vielleicht die nächsten 4 Wochen dir anschauen möchtest. Ansonsten schaust du es dir an, bis es sich gelöst hat. Sei darauf vorbereitet, dass es sich ändert. Sei darauf vorbereitet, dass es sich ändert. Und dann hab das nächste Thema in petto. Sonst gebe ich dir eins von meinen ab. Du bist herzlich eingeladen. Genau, ich werde dich stumm schalten. Gute Reise. Okay, bis vorher, aber auf Schieberitis 2, wenn wir weiter forschen damit. Also, stell dich hin. Nein, Moment, leg dich hin. Ich leite an, als hättest du jetzt einen Platz, um dich hinzulegen. Wenn du keinen Platz jetzt hast, der gemütlich genug ist, stell dich hin und stell dir den Rest vor. Ansonsten leg dich hin auf den Rücken, mach die Augen zu. Gerne so, dass du Körper in Körper bewegen kannst. Genau, du legst dich auf den Rücken, reib kurz die Hände warm und dann leg kurz deine Hände auf deine geschlossenen Augen mit dem Eigengewicht deiner Handflächen auf den Augenhöhlen. Atme weich durch den Mund ein und aus. Lass die Augen geschlossen, leg die Arme neben den Körper, nicht verschränkt, nicht verkreuzt, Beine nicht übereinander. Arme und Beine liegen plain, easy, simple auf dem Boden. Arme neben dem Oberkörper. Spür den Hinterkopf, spür die Rückseite, das Aufliegen. Lass dich so atmen, wie das Atmen gerade passiert. Und erlaub mal richtig so einen Moment von Schwere und wie auch so ein bisschen so, oh ja, wie schön, oh kommt, ja genau, sich nicht kümmern müssen. Streck mal so alle 4 von dir und jetzt in diesem Zustand stell dir mal dieses Thema von Aufschieberitis vor. Das hat nämlich dann besonders Kraft, wenn wir sowieso schon in so einem Alltagstrotz sind. Sei mal in so ein bisschen so einem genervten, müden Alltagstrott. Oh nee, Freunde, und jetzt noch die Steuer. Oh nee, kommt. Oh nee, echt. Ey, alles, was recht ist. Wirklich, so ist es wie so, oh nee, kommt. Man kann es auch übertreiben. Lass es fallen. Und spür einen Moment das Wohlige, was ein Kollaps auch hat. Das Wohlige. Spür das, wo es dir einen Raum ergattert, wo du dich nicht kümmern musst und wo die Welt dir egal sein darf. Erlaub mal zu kollabieren. Wir gehen für jetzt nicht tief rein und nicht weiter, aber ich glaube, du kriegst trotzdem ziemlich klar mit, wie Kollaps ist, was Kollaps ist. Genau, das ist gut, super. Es ist wie genieß. Lass die Luft aus dem Körper. Lass den Strom aus der Körperin. Einfach leer werden. Ist doch egal. Lass es dir egal sein. Genau. Okay, schau. Und jetzt folgst du meinen Worten. Und das ist jetzt wichtig. Du tust es, auch wenn dir nicht danach ist. Denn wir wollen im Kollaps nicht raus aus dem Kollaps. Bitte geh trotzdem entlang meiner Worte jetzt mit mir mit. Fang an, tiefer zu atmen. Heb die Hände und reib die Hände warm. Fang an, tiefer zu atmen. Sehr gut. Genau. Leg die Hände auf den Brustraum und knete den Brustraum ganz schön fest durch.
Du kannst das, wenn du Brüste hast, oberhalb der Brüste machen oder um die Brüste drumherum und zwischen den Brüsten auf dem Brustbein. Was wir jetzt brauchen, es ist wirklich ein bisschen wie eine Herzmassage bei einer Reanimation. Gib mal wirklich bei dir selber so dieses, okay, wir gehen hier direkt zum Herzmuskel, der wird hier direkt wieder hochgepumpt. Beim Kollaps geht der Herzmuskel rapide runter in seinem Umsatz. Hol den wieder hoch. Gut, atme. Nicht grob, aber mit Nachdruck. Wirklich so richtig so, ey, wake up, genau, gut, genau, 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 hol dich da raus. Du störst dich wirklich selber im Winterschlaf. Du holst dich da wirklich raus. Gut, knete, atme durch den Mund, mach Töne. Jetzt stell die Beine auf und jetzt lass die Füße so ein bisschen trappeln auf dem Boden. Jetzt ist es plötzlich so in den Füßen, wie wenn du auf dem Boden rennen würdest. Oder wie so ein kleines Kind, was so am Boden entlang strampelt mit den Fußsohlen. Spür das Aufprallen der Fußsohlen. Das hast du Millionen von Jahren gespürt, als du dein Leben gerettet hast in der Savanne. Und du warst schnell wie der Blitz. Das ist gut. Fußsohlen am Boden. Spür die Fußsohlen, wirf den Kopf hin und her. Du kannst das Brustbein weiter warm reiben oder die Arme in den Raum herumwerfen. Sehr gut. Und jetzt gehen wir in die Angst. Dreh dich mal auf eine Seite, dann ist es leichter. Und hab mal auf der Seite so eine Rennbewegung mit den Beinen. Auf der Seite, genau. Schüttel die Beine, schlenker die Beine und hab mit den Beinen so eine Rennbewegung. Und mach jetzt mal wie so eine Zitteralen am Boden. Wirklich so ein Schleudern und Strömen und Zittern. Du machst das ganz toll. Genau. Flucht, genau. Lass den Starkstrom durch die Körperin, durch den Körper durchsausen. Rückseite nach unten. Auf der Rückseite die Angstkraft nach unten. Jetzt roll dich weiter auf den Bauch in den Vierfüßler. Hab die Angst. Stell dich hin. Hab die Angst. Super gut. Yay, genau. Angst. Rückseite nach unten. Toll. Genau. Angst. Yay. Starkstrom. Bäm. Genau. Wenn du es in die Angst geschafft hast, hast du schon alles geschafft. Ganz toll. Bleib bloß dran. Du hast längst gewonnen. Bleib dran. Du bist schneller als die Löwin hinter dir. Du bist schneller als der Löwe hinter dir. Go. Gut. Go. Spür die Freiheit vor dir. Go. Hinstellen. Rückseite nach unten schütteln. Yay, genau. Spür, du hast jetzt eigentlich schon gewonnen. Geh in den Modus von Freiheit und Gewinnerin. Gewinner. Geh in den Modus von Sieg. Sehr gut. Beweg dich frei im Raum. Und jetzt, wenn du Schritte machst, lass die Schritte fester werden. Und jetzt spür die Handgelenke und die Fingerkrallen und die Füße. Bis du aus dieser Angst in so ein Wuttrommeln kommst. Und das ist sehr, sehr gelöst. Das ist sehr genussvoll. Bleib in einer Wut, die dich von innen füllt und trägt. Aber es ist wie so, du willst gerade mit den Händen was anpacken. Mach mal in den Händen so Fäuste, Finger strecken, Fäuste, so ein Pulsen zwischen auf und zu. Mach das mal. Genau, das ist gut. Und jetzt spür mal, dass deine Hände nämlich unterfordert sind. Das sind sie nämlich. Wenn du Dinge aufschiebst, sind die Hände unterfordert. Geh mal in so ein Aufspannen der Unterarme und der Oberarme, der Finger, Fäuste. Hin und her, fest. Genau, sehr gut. Super. Und spür, wie der Hunger in deinen Fingern wächst. Es wächst die Gier, Dinge anzupacken. Das ist da. Du kannst mir nichts erzählen an dieser Stelle. Deine Hände wollen anpacken. Aufschieberitis ist, sich am Anpacken zu hindern, während die Instinkte anpacken wollen. Das ist Aufschieberitis. Geh in die Instinkte. Spür das Anpacken wollen. Spür, wie es ist, anpacken zu wollen. Spür, wie das ist. Bleib dran. Folg der Spur. Instinkte. Gut, okay. Jetzt von hier aus genüsslich, Freestyle, mit Schmackes, irgendwas anfassen. Und von dort aus das anfassen, was dafür steht, was du aufhörst aufzuschieben. Ab heute, genau, fass das an. Und fass es an mit dem größten Genuss, der größten Kraft, dem größten Stolz, dem größten Triumph, den du noch haben kannst. Als kleiner Junge, als kleines Mädchen, glühend vor Stolz. Fass es an. Je konkreter es wirklich das triggert, und sei es jetzt in meinen Händen Steuerformular oder was auch immer, je konkreter es das ist, desto besser. Für heute Abend diese Sequenz reicht auch, du fasst irgendwas an. Fass es an und knete es so, dass in deinen Unterarmen eine muskuläre Befriedigung da ist.
eine muskuläre Befriedigung. Dafür musst du die Unterarmmuskeln anstrengen. Du musst in eine Anstrengung hinein. Ich will definitiv, dass wir in 4 Wochen auf Schieberitis Workout Teil 1 stärkere Unterarmmuskeln haben. Und wenn du das hier jeden Tag machst, dann hast du verdammt stärkere Unterarmmuskeln. Pack es an. Es muss stabil sein und du fasst es an und es ist langsam und mit Nachdruck. Es ist zu genüsslich, um schnell zu sein. Genau. Anpacken, anfassen. Gut. Öffne die Augen, schau das Thema an. Schau es an als Gewinner. Schau es an als Siegerin. Schau es an. Wenn du konkreter rangehen kannst an das, was wirklich repräsentiert, was du aufschiebst, geh dahin. Wenn das jetzt am Schreibtisch ist, wenn das jetzt in der Küche ist, was auch immer, okay, dann hörst du den Rest von meiner Stimme wahrscheinlich nicht. Du machst es ganz toll. Geh daran, spür das Thema. Pass auf, und jetzt hör mir gut zu, mach genauso weiter, hör mir gut zu, das ist jetzt wichtig. Du bist jetzt erleichtert, das Thema anzupacken. Jetzt ist das Wichtigste und Schwierigste. Du lässt das Thema wieder los, bevor du am Anschlag bist. Du wirst hier nicht einmal Richtung Problemlösung dich überfordern oder es besonders schnell machen wollen. Du bist jetzt noch nicht am Ende mit deinen Kapazitäten, das Thema anzufassen. Und genau deshalb, wir machen vorzeitig die Biege. Du hast es gut gemacht. Hör meine Worte. Du hast es gut gemacht. Du hast es mehr als gut genug gemacht. Das hier ist keine Show an deinem Limit. Das war's. So leicht ist es zu gewinnen. So leicht ist es, in die Freiheit zu treten. Hey, toll, dass du dir hierfür Zeit genommen hast. Danke dir. Bitte teile diese Folge mit allen Menschen, für die Joni on Air interessant sein kann, und eine positive Rezension wäre fantastisch. Alle weiteren Infos und aktuellen Termine zu meiner Arbeit findest du auf ilanstefani.com und du bist in meiner Online-Community Kalis Kuss natürlich von Herzen willkommen.